So, hallo mein Lieben, willkommen zurück. Wir sind jetzt immer noch bei der Corona-Challenge und ich werde jetzt die sogenannte magische Kohlsuppe kochen. So, also wir haben hier einen großen Topf, da ist schon Wasser drinnen, ist auch schon ein bisschen am Kochen. So, jetzt hier der Kohl. Naja, ich muss jetzt mal den Stumpf rausschneiden. Wir wollen das ja anfliegen. Wir wollen ja auch das Geheimnis der Suppe lüften. ...460. Und hier nochmal. Warte, meine ist auch noch viel Stoff dran. Ich hab wirklich auch... Hier nochmal 400. Also 860 Gramm. Schweinchen. Da kommt jetzt auch kein Salz rein. Also da soll man halt auch ein bisschen Olivenöl reinmachen. Ja, werde ich auch. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was mit Fett reinmachen. Was ich aber definitiv reinmache, ist Gurkenpaste. Darauf habe ich Lust, diesen Geschmack da jetzt auszuprobieren. So. Das ist ein Esslöffel. Noch zwei große Esslöffel. So, das wird lecker. Jetzt lassen wir es mal kochen und ich komme dann in 15-20 Minuten wieder und gucke, wie weit es ist. Aus Erfahrung weiß ich aber, der Kohl braucht ein bisschen, also 30-40 Minuten wird er wahrscheinlich schon vor sich hin köcheln. Ich tue jetzt auch noch einen Deckel drauf. So, okay, aufgeräumt habe ich noch nicht. Ich will euch mal den Fortschritt hier zeigen. So sieht es jetzt aus. Ich lasse das noch ein bisschen weiter köcheln. Ja, wie gesagt, also 30, 40 Minuten. Vielleicht auch länger. Ich würde es vielleicht eine Stunde köcheln lassen. Ich habe das Gericht auch schon öfter gemacht. Das schmeckt auch mir persönlich lecker. Das Einzige, was an Gewürzen da jetzt drin ist, ist diese rote Currypaste. Und ja, das war's, sonst nichts. Und das bleibt noch ein bisschen auf dem Herd. Und dann schmecke ich das vielleicht nochmal ab. Und es wird sehr lecker schmecken, da bin ich mir sicher und auch kalorienarm sein. Und das ist ja echt, echt viel, also das kann ja jeder sehen, das kann man nicht in einem essen. Und obwohl das nur 385 Kalorien hat, habe ich jetzt ausgerechnet. Ja, sagen wir mal, die Würzpaste hatte ich auch noch ein bisschen, sagen wir mal 400 noch was. Aber das kann mir keiner erzählen, dass er das in einem essen kann. Und stellt euch jetzt mal eine Pizza vor, eine Pizza hat über 1000 Kalorien. Ja, und das hier hat 400 Kalorien. Und ja, tatsächlich werde ich dann
vielleicht, also jetzt habe ich da noch gar kein Öl reingemacht und auch nicht mitgezählt. Aber vielleicht mache ich ein bisschen Mandelmus dann dran. Ja. Dann schmeckt es noch besser. Oh, der Quark. Quark. Oh. Ja, das Topping. Ja, Magerquark oder normalen Quark oder 20% Quark. Top. So, ich lasse das noch ein bisschen weiter köcheln, aber ich verabschiede mich schon mal für euch. Und werde hier auch noch aufräumen. Also, viel Spaß beim Nachkochen. Abonniert meinen Kanal und wenn euch das gefallen hat, und hinterlasst auch einen Kommentar. Ich hoffe, dass ich euch damit Menschen mit den gleichen Problemen halt helfen kann. Das heißt Problem. Ja, es ist ein Problem, wenn man halt gar nichts machen kann und deswegen nur zu Hause sitzt und halt immer dicker wird. Also nicht immer dicker wird und halt immer mehr zunimmt. Ja. Ich hoffe, dass ich euch dazu zeigen kann, ihr seid nicht alleine und wir packen das zusammen. Okay, bis bald. Tschüss.